Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei Valley bei Pillars of Eternity. Was ich gerade bemerke und interessant finde, ist, dass wir pausiert haben. Hier draußen auch die Fackel pausiert, während dort drinnen sie weiter brennt. Das ist doch irgendwie unheimlich. Vermutlich hat das mit der magischen Aura dieses großen Zauberers zu tun, dem wir jetzt gegenüberstehen, Konzelhaut. Ja. Und ich frage mich, was das jetzt werden wird. Einerseits wollen wir ihm ja nichts Böses. Wir wollten hier einfach nur mal nach dem Rechten schauen. Wir haben gehört, dass hier belagert wurde. Hinzu kommt, dass Valley, glaube ich, doch etwas ehrfürchtig ist. Immerhin ist er ein großer Zauberer, der viele Zaubersprüche erfunden hat, die Valley selbst auch verwendet. Aber er selbst sieht ja irgendwie ziemlich gruselig aus. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Wir gehen mal hinein. So. Auf. Ich denke, wir brauchen hier nicht schleichen, sondern wir gehen da selbstbewusst in Richtung Konzelhaut. So. Eine ausgemergelte Gestalt ist über einen Stapel Bücher gebeugt. Als du den Raum betrittst, erhebt sie sich. Du hast das Gefühl, als könntest du jede Bewegung der einzelnen Rippen und Wirbel unter einem hauchdünnen Blatt fahlen Fleisches sehen. Die Gestalt wendet sich um. Vergeudete Haut und Sehnen werden um Knochen gebogen. Zwei Augen brennen in einem kantigen, eingefallenen Gesicht. Du hast die Seele von jemandem, der immer rastlos ist, immer auf der Suche. Ich frage mich, ob dich das wohl zu mir geführt hat. Konzelhauts Augen funkeln. Als ich von den Männern des zerrissenen Banners... Ach nee, lasst uns mal hier magiermäßig. Ja, ich glaube, das passt besser. Deine Zauber haben die arkanen Künste transformiert. Ich komme, um von dir zu lernen. Ein trockenes Krächzen von einem Lachen stolpert aus der Kehle des Lichs. Ich habe meine Seele in ein Phylakterium gegossen. Das ist deshalb so wertvoll, um mein Leben und mein Wissen zu erweitern. Meine Lehrlinge haben Jahre in ihren Laboratorien verbracht und über neuen Verzauberungen gebrütet, nur für das Privileg, zu meinen Füßen lernen zu dürfen. Du aber bringst nichts und erwartest, dass ich Wissen mit dir teile, das ich im Laufe eines ganzen Lebens angesammelt habe. Konzelhauts Augen leuchten mit einem seltsamen Hunger. Das ist ja jetzt eine bisschen doofe Situation geworden. Ich habe dir doch gewiss irgendetwas anzubieten. Wieder krächzt ein kehliges Lachen aus seinem Mund. Das hast du. Oh Gott, warum klingt das jetzt so verdammt unheimlich? Zauber werden von freier Essenz im Äther gespeist. Ein jämmerliches Rinnsal an Energie, die aus dem Rad tropft. Er zeichnet arkane Formen in die Luft um ihn herum. Weil das Medium so schwach ist, muss ein Zauberer für gewöhnlich seine Mühen auf die Runen und Beschwörungen konzentrieren, die es kanalisieren. Er legt die Spitzen seiner schmalen Finger zusammen. Oh Gott, auf was läuft das jetzt hier hinaus? Aber stell dir vor, was mit einer mächtigeren Essenzquelle möglich wäre. Der Seele eines Wächters, sagen wir. Seine Augen blitzen auf, ein steifes Grinsen verzerrt seine Lippen. Naja. Lass uns erstmal das Thema wechseln. Erzähl mir von deinem Phylakterium. Du willst es vor meinen Augen stehlen? Als wäre das so leicht. Ein Phylakterium ist nicht irgendein Tand, den ich um den Hals trage oder in einer Kiste verstecke. Es ist eine komplexe Schicht Zauberkunst, die mit Runen in meinen Schädel geritzt und mit einem Adra-Stopfen versiegelt ist. Oh mein Gott. Seine dünnen Wangen zucken bei dieser Erinnerung. Deswegen bin ich hier und überlebe. Wer sind deine Rivalen? Er lacht. In meinen Augen oder ihren? Du hast gewiss schon von den großen Erzmagiern von Eora gehört. Ninagaut, Minoletta, Zitzal und Kalakot. Nicht zu vergessen auch Archemir und Lengrad. Ja, in der Tat, das sind ja alles die Zaubersprüche. Jetzt wissen wir, wer dahinter steckt.
Wir alle haben die Lehre und die Praxis der Magie geformt. Nur nicht immer zu unser aller Geschmack. Er zuckt mit den Schultern. Weißt du, wer die Männer des zerrissenen Banners angeheuert hat? Einen anderen Erzmagier, gewiss. Er winkt abfällig ab. Ich wette auf Arkemir oder Lengrad, die sich immer hinter Glanz und Täuschung verbergen, aber es könnte jeder meiner Rivalen gewesen sein. Tja, und welche Magie erfordert die Kraft einer Wächterseele? Die forderndsten und visionärsten, die über welche Zauberer seit Jahrhunderten streiten, Namen wie Kaedebald, der Rote und Maurer von den Sieben Hügeln. Selbst du musst von ihnen gehört haben. Er neigt sich vor. Er ist so erregt, dass seine Knochen klappern. Okay, ich glaube, wir haben davon gehört. Du sprichst davon, die Zeit zu manipulieren. Ganz genau. Und was für ein Triumph das wäre. Er streckt seine knochendürren Finger. Die Macht, Zeit zu verbiegen und zu verdrehen. Wie ein Wollfaden, den man sich um den Finger wickelt. Den Fluss zu erdrücken, bis er nur noch ein Runsal ist. Ihn vielleicht sogar umkehren. Seine Augen brennen fieberhaft. Okay, Leute, ich denke, es ist nicht unklug, jetzt einfach hier abzuhauen. Das muss man nicht haben. Ich glaube, Wally ist nicht ganz zu vermessen, sich hier mit einem der großen Erzmagier anzulegen. Deswegen sagen wir einfach mal, wir haben genug gehört. Tschüss. Als du dich abwendest, richtet er sich auf. Wo willst du hin? Ich bin noch lange nicht fertig mit dir. Okay, Leute. Toll. Toll. Toll gemacht. Verdammt, wir müssen mit Konzelhaut kämpfen. Oh, 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 oh. So, jetzt müssen wir uns irgendwie klug aufteilen. Wir haben hier hinten einen Stahlrückenmagier und einen beseelten Zauberstab. In unserem Rücken ist nichts. Hier haben wir einen Leereseher, ein Alghul, noch ein Alghul, auch noch ein Magier und ein uralter Todeswächter. Ach du Schreck, ach du Schreck. So, ich würde mal sagen, die Nahkämpfer müssen wir so verteilen, dass die irgendwie mit denen klarkommen. Was haben wir denn? Eder, Zahua und Itumark. Ich würde jetzt mal sagen, wir beginnen mal mit einem Ansturm von Eder gegen diesen hier. Leider steht da keiner. Doch, da steht. Vielleicht kriegen wir das hin, dass der da durchläuft und den auch noch mit umhaut. Itumak kümmert sich mal um den uralten Todeswächter. Zahua geht darüber zu denen und versucht mal gleich einen platt zu hauen. So, die gute Sagani. Da beginnen wir mal heute mit was anderem. Wir wählen mal eine tiefschwarze. Das geht nur im Kampf. Okay, dann werden wir erstmal eine Beute markieren. Die Spinnenfiguren machen wir mal wann anders. Dann werden wir gleich mal Folgendes tun. Ach, das geht auch noch im Kampf. Meter plus 5 Meter Sprung. Vielleicht versuchen wir das mal, diese komische Chaoskugel. Da müssen wir gehen, das ist doof. Dann beginnen wir. Ach, das ist gar nicht so einfach. Beginnen wir mal mit einem verzögerten Feuerball. Ach, vermutlich wird er da hinten nicht getroffen, weil er hinter diesem blöden Steinding steht. Das ist ja nervig. Dann. Ah, schwierig. Leute, schwierig. Die Schutzzauber können wir noch nicht, weil wir nicht im Kampf sind. Versuch mal ein Verschlummern hierhin. Vielleicht hilft das. Ich weiß gar nicht, ob das auch gegen Gefäße gilt. Die trauernde Mutter macht erstmal Fernkampfangriffe. Ich weiß gar nicht, ob sie direkt auf Konzelhaut es hinkriegt. Und Durins Durins könnte einen Sturm machen. Nee, wir machen auch erstmal standardmäßig. Ja. Okay, versuchen wir unser Glück.
lassen wir die Sache laufen. So, das hat schon mal gut geklappt. Der ist ja da durchgerauscht ohne Ende. Der läuft dem hinterher. Das ist ganz okay. Bloß. Der geht auf Itomark. Das soll er ruhig machen. Das ist nicht der schlechteste Beginn, würde ich mal sagen. Das ist nicht der schlechteste Beginn, wobei wir hier schon verschreckt sind. So. Wir haben eine Betäubung. Das ist auch okay. Dann versuchen wir mal, die nächste Betäubung hier gleich anzusetzen. Und du... wir beginnen mal gleich mit der energischen Verteidigung. Am Anfang hat man vermutlich mehr Kram, mehr Schaden. Hier, der nervt ein bisschen, dieser leere Seher, Strahl der Leere. Gegen den müssen wir vielleicht auch was machen. Der arme Itomak. Der arme Itomak. Jetzt wird es, glaube ich, echt ein bisschen knifflig hier. So. Was ist hier los? Außergewöhnliche Verteidigung. Der ist aber schon leicht verletzt. Aber jetzt hat er natürlich... Boah, schaut euch das an. Geringe Arkane-Reflektion für 100 Sekunden. Arkane-Schleier für 17 Sekunden. Längrad verlegtes Bild für 80 Sekunden. Der zaubert hier die Zauber der Konkurrenz. Das ist natürlich ja auch enttäuschend. Dann lasst uns vielleicht hier erstmal die fokussieren. Wenn wir so an ihn noch nicht rankommen. So, dann jetzt kommt jetzt Walli. Walli zieht jetzt richtig durch mit einem Todesbolzen. Vielleicht hilft das ja was gegen Konzelhaut. So, oh Gott, der arme Itomak. Was muss der denn da erleiden? Das ist ja schrecklich. So, kommt. Was haben wir hier? Durance, was machst du da? Doch erstmal hier das so. Okay. Ich überlege gerade. Der gute Eder muss hier viel aushalten. Wir werden mal einen niederstrecken. Das ist schon in Ordnung. Zahua, mein Freund. Du hast noch nicht viele Wunden bekommen. Erstaunlich. Leicht verletzt. Hau den doch mal in die Luft. So, nicht, dass die hier alle noch geheilt werden und so ein Kram. Wichtig ist jetzt, was, wie das mit Walli klappt, aber der ist niedergestreckt. Ach du Schreck. Das ist ja ärgerlich. Was ist denn da gekommen? Uiuiui. So. Zahua kommt nicht durch mit seinem Schlag. Er kann aber jetzt mal versuchen, einen wegzukicken. Da habe ich übrigens länger schon immer das Falsche gemacht. Jetzt weiß ich es besser. So. Der arme Itomak, der ist gleich hinüber. Der ist gleich hinüber. Das ist ein Problem. Können wir dem irgendwie helfen? Ich meine, der kämpft auch nur gegen den Todeswächter. Ach ja, wir wollten mal die Spinne rausholen. Das ist, glaube ich, jetzt ganz gut. Dann wird die Itomak ersetzen. So. Ist leicht verletzt. Können wir den mal umhauen, der diesen blöden Strahl macht? Vielleicht ist das hilfreich. Der ist immun. So, Itomak ist gleich hin. Ja, das ist nicht so schön. Den haben wir zumindest weggeschubst. Das ist auch gut. Den Zauberstab werden wir... Ja, mach mal das, was du davor hast. Das ist schon okay. So, Itomak ist jetzt bewusstlos. Das ist schlecht. Jetzt brauchen wir dringend mal die Spinne. Das ist gut. Die wird jetzt hier diese Rolle übernehmen. Sehr gut, die Kleinen gehen den von hinten an. Das ist auch in Ordnung. Jeder hält sich tapfer. Allerdings ist er jetzt, was ist mit ihm, gelähmt für 6 Sekunden. Das ist natürlich schlecht. So, dann versuchen wir mal einen verwundenen Schuss. Was hat denn Wallis? Ach, Wallis ja immer noch, liegt ja noch. Niedergestreckt für 5 Sekunden. Boah. Wahnsinn. Wahnsinn, verschreckt. Oh. So.
Okay, Leute. Wally, steh mal langsam wieder auf. Das wäre ganz schön. 4,5 Sekunden. Dauert noch ziemlich lange. Ah, wer kriegt hier Schaden? Sagani von da hinten. Ist ja ein Ding. Jeder sieht schlecht aus, aber er ist noch 2,5 Sekunden. Er ist noch 2,5 Sekunden gelähmt. Das heißt, wir können hier nichts machen. Und der läuft hier durch. Das gefällt mir auch nicht. Du musst ihn noch mal hier aufhalten. Komm, bitte, 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 bitte. So. Was machst du denn, Drones? Ah ja, du hilfst. Das ist gut. So. Ist Eder wieder einsatzfähig? Ja, er ist es. Er braucht dringend hier mal ein bisschen Ausdauer. Wir müssen was trinken. Und Wally ist auch aufgestanden. Wally muss jetzt am Anfang richtig Schaden zu machen. Ja, das ist die Frage. Gehen wir da gegen Konzelhaut vor? Der ist immer noch nur leicht verletzt. Versuchen wir es trotzdem. Aber Eder sieht nicht so gut aus. Oh, oh, oh. Die Spinne hat jetzt auch nur noch niedrige Ausdauer. Und der Todeswächter ist auch erst leicht verletzt, ey. Das ist alles nicht so gut. Eder, hast du getrunken? Nee, irgendwie nicht. Kannst du das mal machen? Jetzt. 127, das ist in Ordnung. So, die Spinne ist weg. Das ist schlecht. Wen haben wir hier? Durens. Und Zahua. Zahua kommt ganz gut klar. Wie ist der Spruch von Wally gekommen? Wissen wir da schon was? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist Eder jetzt wieder einigermaßen am Start. Jetzt wird er mal nach vorne eine Vertreibung machen. Ja, das war gut. Die sind jetzt erstmal ein bisschen weg und niedergestreckt. Das heißt, wir können uns hier umdrehen. Und vielleicht einen von den Alghuls niederstrecken. Wally, kannst du mal bitte deinen blöden Zauber machen? Das ist jetzt zum Kotzen. So, Zahua kommt irgendwie hier nicht durch. Er ist auch erkrankt und so weiter. Dem Tode nahe allerdings schon. Sehr schön. Das ist erfreulich. Jetzt, Wally, mach doch mal. Oh, jetzt kommt schon jemand. Das kann doch nicht wahr sein. Was machst du denn hier, Wally? Kannst du mal diesen blöden Zauber endlich zaubern? So, was haben wir hier? Zahua kommt wieder nicht durch. Der versucht jetzt... Ah, die trauernde Mutter versucht eine Bezauberung. Das ist jetzt genau das Richtige. Immun gegen Bezauberung? Oh mein Gott. Und Wally hat immer noch nicht seinen blöden Zauber hingekriegt. Können wir diesen Typen dort nicht erledigen? Ja. Was machen wir denn in dieser Situation am besten? Er soll erstmal diesen Zauber zu Ende machen. Jetzt. Nein, er wurde unterbrochen, oder was? Ich fasse es nicht. Wir kriegen den auch nicht. Versuch den bitte doch wenigstens vielleicht mal hochzuhauen. So. Jetzt ist leider Durens dran. Das ist auch schlecht. Okay, Eder. Lieber Eder, jetzt mach nochmal bitte Vertreibung gegen die da vorne. Wobei denn... Nee, das ist vielleicht keine gute Idee. Bitte nicht. Stopp das Ganze. Nicht, dass die dann in unsere Richtung hier geschleudert werden. So, Wally. Wally braucht ewig für diesen verdammten Zauber, ey. Durens kommt hier irgendwie schadensmäßig nicht durch. Wir müssen uns wahrscheinlich jetzt einfach mal an den wenden. Die Bezauberung klappt hier irgendwie nicht. Oh, oh, oh. Durens sieht ganz schlecht aus. Was können wir da machen? Was können wir da machen? Beherrschen vielleicht. Das wäre es. Wenn wir den jetzt beherrschen könnten. Das wäre super. Der ist immun gegen Beherrschung. Aber immerhin bewegungsunfähig. Das heißt, nee, er ist doch nicht immun. Es wird erst gezaubert, oder wie ist das? So, jetzt ist der blöde Ghoul bei Wally. Ganz schlecht. Kannst du den mal hier nochmal kurz weghauen?
Wally hat den Zauber übrigens gemacht. Nee, er wurde unterbrochen. Ich glaube, wir haben den... Doch. Er hat einen Treffer gelandet. 88 Direktschaden. Das hat aber richtig reingehauen. Das ist super. Also das müssen wir weiter irgendwie hinkriegen. Dann kommen wir hier zu Potte. So. Durance ist kurz vor dem Ende. Wenn er das Beherrschen hinkriegen würde... Nein, er kriegt es nicht hin. Dann wird er jetzt gleich abdanken. Was sehr, sehr schlecht ist. Oh, Leute. Es sieht im Moment ein bisschen schwierig aus. Nee, wartet mal. Auf mal. Nee, na, ist auch doof. Wenn er sich da löst. Oh, und auch noch gelähmt für 2 Sekunden. Oh Gott, ist das alles übelst. Oh, Leute. Eder. Verletzt, leicht verletzt. Brennende Wunden bringen jetzt auch überhaupt nichts. Vielleicht kannst du hier einfach nochmal durchrammeln und den anderen mit erledigen. Mit umschubsen. Und meine Herren. Durance ist gefallen. So. Was haben wir denn jetzt hier? Oh Gott, die trauernde Mutter sieht auch richtig schlimm aus. Was machen wir mit der? Können wir die überhaupt noch anwählen? Reserven anzapfen ist wahrscheinlich jetzt angesagt. Puh. So. Ein bisschen stabilisiert. Ist Wally wieder am Start? Wally. Oh Gott. Der wird jetzt auch total angegangen. Der muss sich jetzt mal wehren. Kannst du ihn nicht weghauen? Nein, der kommt jetzt auch zu Wally. Oh, jetzt wird's bitter. Jetzt wird's bitter. Jetzt haben wir keinen vernünftigen Schutz hier. Nee, Schmelztiebe bringt jetzt gar nichts. Vielleicht eine Eisenhaut in letzter Not. Hast du das gezaubert? Ja, hat er gezaubert. Und jetzt nochmal schnell einen Trank trinken. So, Zahua hat immerhin den gekriegt. Jetzt ist vielleicht mal der nächste dran. Mach mal einen ordentlichen Schaden hier. So. Wir können ihn vielleicht hier einen von den beiden binden und dann abhauen. Aber ich glaube, Wally hat es jetzt erwischt. Wally hat es erwischt. Ja, bewusstlos. Ach, verdammt. Auch Eder ist gleich erledigt. Ohne die beiden wird es verdammt schwer. Ohne Wally geht es meines Erachtens kaum. Noch einmal Reserve anzapfen. Trauernde Mutter jetzt in der kurzen Atempause. Kannst du auch mal kurz was machen? So, und Eder. Eder ist sogar niedergeschlagen worden. Unfassbar. Der kann sich jetzt kaum noch wehren. Er muss jetzt mal eine Vertreibung machen. Und Zahua muss mal hier endlich fertig werden. So, jetzt kommt der Typ hier vor nach vorne. Den haben wir jetzt erledigt. Und jetzt geht... Jetzt geht... Zahua gegen Konzelhaut vor. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt irgendwie noch mit letzter Kraft hin. Oh Mann. So. Jeder Zersetzungsschaden kann sich irgendwie noch halten. Was können wir tun? Wir machen mal einmal bindende Wurzeln gegen Konzelhaut. Ah, jetzt müsste ich die Sprüche... Ach ne, die kann jetzt eh nichts machen. Ja, helfen wir jetzt Eder oder gehen wir gegen Konzelhaut? Ich würde sagen, wir gehen jetzt, fokussieren jetzt voll auf Konzelhaut. Mit den anderen wären wir schon irgendwie fertig. Jetzt hat er auch noch Eisenhaut. Schlecht. Schlecht. Versuch ihn mal wenigstens irgendwie nach oben zu werfen. So, Eder, komm. Halte irgendwie durch. Trink noch einen Trank. Oh Gott, von allen Seiten ist er umringt, ey. Chancenlos in gewisser Weise. Chancenlos. Er kann jetzt auch...
Ich meine, der hat noch brennende Wunden, aber das bringt jetzt eigentlich alles überhaupt nichts im Moment. Schwer verletzt, dann fokussieren wir jetzt mal auf den. Und wir wollen aber Konzelhaut erledigen. Was bringt das eigentlich? Humpelnd? Ja, humpelnd ist jetzt eigentlich nicht so toll. Wir können Leiden unterdrücken. Ah, wir haben noch einen Blitz. Das könnten wir mal ausprobieren. Einfach mal gegen ihn hier. Der geht dann geradeaus durch. Okay, die Mutter macht 10 Schaden. Zahua versucht jetzt was. Ja, er kriegt ihn nicht hochgeschmissen. Dagegen ist er offenbar auch immun. Verletzt ist er jetzt nur. Jetzt. Oh, doch! In dem Moment, wo wir ihn hochgeschmissen haben, kommt dieser blöde Blitz. Der prallt jetzt im Übrigen irgendwo ab. Geht aber offenbar ins Nirgendwo zurück. So. Komm, du musst es irgendwie aushalten. Zahua. Ja, das machst du richtig. Sehr schön. Und ihr. Ihr tut auch was. Aber ihr habt Eisenhaut. Wir kommen da ganz schlecht gegen an. Wir kommen da ganz schlecht gegen an. Oh, Zahua macht hier kaum Schaden. Das ist das Problem. Komm, Sagani, wenigstens du. Verdammt, Eder ist bewusstlos. Jetzt ist es kaum noch zu schaffen. Jetzt ist es kaum noch zu schaffen. Jetzt gehen alle auf Zahua. Der ist zwar verletzt. Komm, jetzt machen wir nochmal so einen blöden Elektroschock dadurch. Oh, Leute. Wo haben wir den denn? Achso, der hat mich hier in der... Versuchen wir es nochmal. Vielleicht treffen wir noch ein paar andere. Ach nee, das stehen wir ungünstig. Da müssen wir dahin gehen. Dann treffen wir noch andere. So, jetzt ist Zahua gleich hin. Das kriegt er jetzt auch alleine nicht mehr gestemmt. Er kann vielleicht jetzt noch einen weghauen oder so. So, was kommt jetzt für ein fieser Zauber? Wir machen jetzt nochmal den Blitz. Oh Gott, habe ich Zahua jetzt mit erwischt? Verdammte Axt. Na toll, das haben wir ja ganz großartig gemacht. Oder hat er auch Blitz gemacht? Ich weiß es nicht. Schwer verletzt ist Konzelhaut immerhin schon. Schwer verletzt und nur noch die trauernde Mutter und Sagani leben. Und das wird nicht mehr lange der Fall sein. Nur 3 Schaden ist natürlich nix. Was ist denn das hier? Die trauernde Mutter ist da so ein Riesen... Was hat die denn da? Das ist ja unfassbar, was da auf die niederprallt. Okay, Leute, das war's. Unfassbar viel Magie, die wir hier zu sehen bekommen. Oh, meine Güte. Oh, meine Güte. So. Konzelhaut hat uns fertig gemacht. Und das muss ich erstmal verdauen, Leute. Das muss ich erstmal verdauen. Puh, okay. Also, wir sehen uns wieder. Ich werde ein bisschen rumprobieren. Keine Ahnung. Ich werde euch jetzt nicht sämtliche Versuche zeigen. Mal schauen, wie ich vorankomme. Wenn es interessant wird, blende ich mich einfach wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.